Hallo und guten Abend, es ist spät, wie ihr seht, meine Kollegin Beatrice Bing, die muss ich jetzt mal ganz kurz aufhören. Hallo, wir drehen. Wir haben einen langen Tag hinter uns und deswegen auch heute ganz flott unser Schnelldurchmarsch durch die Filme, die wir gesehen haben. Wir haben heute früh angefangen mit einer, ja, Gurke. Eine Atomkatastrophe. Oder so. Genau. Wir haben den neuen Film von Ad Egoyan gesehen, The Captive. Und ich muss wirklich sagen, ich bin seit vielen Jahren, und ich war Ende der, oder in den 90ern war ich ein großer Fan. Damals war ich ein großer Ad Egoyan-Fan. Das Problem ist einfach, dass er sich seitdem, man hat das Gefühl, er hat sich seitdem null verändert. Er erzählt immer noch die gleichen Geschichten. Es geht immer um verschwundene Menschen, um Trauer, um Schuld, um. Jetzt geht es mal um Pädophilie und Kindesentführung, und es ist alles auf so eine unerträgliche Art und Weise dargestellt, dass ich auch echt ein bisschen schockiert bin, weil ich finde, dass man sich diesem Thema nicht so annähern kann. Das stimmt. Also dieser zynische Unterton, was Kindesmissbrauch angeht, das habe ich wahnsinnig aufgehört. Der war ja gar nicht beabsichtigt. Ich glaube, er hatte wirklich die besten Absichten, aber da ist auch von Anfang an so eine unerträgliche Musiksoße drüber gelegt, und es ist überkonstruiertes Drehbuch. Hüpft von einer Unwahrscheinlichkeit in die nächste. Also wirklich eine totale Gurke und ein totaler Reinfall. Mhm. Danach haben wir aber was doch ganz Amüsantes gesehen. Ne? Ja, danach haben wir das Vergnügen, Mads Mikkelsen beim dazu zu gucken, mit dem, was er am meisten und am besten kann, und zwar Leiden. Schwitzen, leiden und bluten und töten. Genau. Das macht er auch mal ganz gut. Ja, wir haben The Salvation gesehen, das war ganz lustig. Ein Smörebrötwestern. Ein Smörebrötwestern. Fantastisch, genau, so nennen wir das jetzt. Eigentlich relativ klassisch, macht sich ein bisschen auch so über das Genre lustig und hat auch ein bisschen Hommage natürlich. Also wir haben auch die Sergio Leone-Augen und alles, absolut. Aber im Endeffekt, also so eine ganz straight durchgearbeitete Geschichte. Es geht natürlich um Rache, denn Mads Mikkelsen nach 7 Jahren im heiligen gelobten USA-Land kann er endlich seine wunderschöne Marie-Frau, die natürlich, also dänischer kann man nicht aussehen als sie, auf jeden Fall bringt er sie endlich nach Amerika und den Sohn auch, den er schon seit Ewigkeiten nicht gesehen hat. Und sie steigen in eine Kutsche und 2 Stunden später sind Mutter und Sohn tot. Ja. Und Vater muss rächen. Und das macht er auch, das macht er sehr präzise. Das macht er recht flott, ja. Ja, man muss sagen, das. Na gut, aber man denkt dann relativ bald, naja gut, die Rache ist jetzt vollzogen. Dann wird es aber noch ein bisschen komplizierter, weil der ermordete Meuchler hat einen Bruder und der will sich wiederum rächen. Und so geht es dann sozusagen hin und her. Mein Lieblingsteil war übrigens Eric Cantona, der da mitspielt, und der macht genau das. Und das war's. Mit vollem Hass. Darf der mit einer was sagen? Ach doch, nee. doch, der hat einen geilen Satz mit diesem: Hey Soldat, gegen wen hast du gekämpft? Gegen die Deutschen. Mein Respekt. Genau. Das war der Brüller. Literally der einzige Satz, den er sagt in dem ganzen Film. Also das war ganz nett und auch total wichtig so als Film, um dann wieder so ein bisschen hochzuholen nach dem Egoyan. Genau. Was hast du danach gesehen? Ich habe danach 3 Stunden 16 Minuten Nuri Bilge Ceylan's Wintersleep mir angeguckt, der mit Standing Ovations gefeiert wurde, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Das ist ein sehr langsam erzählter, schön fotografierter Film, der sehr theaterhaft ist, der einen durchaus an Tschechow erinnert, an Dostojewski erinnert, also würde man sagen, Tschechow in einer wunderschönen Szenerie, aber er ist unglaublich talky, es wird unglaublich viel geschwätzt, und ich glaube, das war auch der Grund, warum die Franzosen da so drauf standen, die machen ja auch gerne so Talky-Filme, und es sind also ungelogen so halbstündige Dialogpassagen, die Schuss gegen Schuss aufgelöst sind, und das geht dann ein bisschen in die Arschbacken, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte ja Jessica Hausners österreichischen Beitrag, Amour Fou, und da war nicht Schuss gegen Schuss, sondern Kadrage, nichts bewegt sich. Nächste Kadrage, nichts bewegt sich. Und da drin sah es aus wie in einer Theaterproduktion mit unglaublichen Bonbonfarben. Und das Ganze spielt 1811 und ist basiert lose auf dem Suizid von Heinrich von Kleist. Ja. Und der meint übrigens damals, dass er nicht alleine gehen kann, er muss jemanden mitnehmen. Genau. Was natürlich total albern ist, weil irgendwie, wenn man stirbt, ist man immer allein, ob man möchte oder nicht. Und er sucht die Frau seines Lebens, also die Frau des Sterbens, seines Todes, die ihn liebt und das dadurch zeigt, dass sie mit ihm stirbt, was natürlich irgendwie völlig absurd ist. Und die Frau, die er tatsächlich liebt, die lacht ihn mal aus und sagt, nee. Nicht und dann sucht er sich eine andere. Die muss aber erstmal ein bisschen suizidal machen, und das schafft er dann auch. Und es ist ein völlig absurder Film eigentlich.
Und am Anfang dachte ich, ach du Scheiße, na, das werden sehr langweilige 1,5 Stunden. Es ist sehr Theater, es ist sehr theatralisch. Die sprechen diese alten Sprache, die stehen die ganze Zeit nur rum und musizieren und trinken ein Teechen. Und ich dachte mir so, Aber der nimmt tatsächlich dann Fahrt auf und es wird zwischendurch ganz lustig, also dafür, dass es um Suizid geht, und völlig absurd und eigenartig. Und ich hatte dann doch ganz schön viel Spaß. Also so gesehen hat sich der Tag dann doch gelohnt, auch wenn er ganz schlimm anfing. Genau. Ja, und ansonsten werden wir über das eine oder andere natürlich auch im Blog schreiben. Da könnt ihr das alles nachlesen. Wird ja dann am Ende eingeblendet. Und ansonsten ist es jetzt ziemlich spät. Wir schreiben noch ein bisschen und ja, bis morgen. Nur für euch. Nur für euch. Au revoir. Au revoir.